aber ich zeige euch mehr mein Team. Und zwar ist es einmal mein fetter Stein. Ein fetter Stein ist ein Geowatz. Und Walzer Erdbeben, ein Igler Steinwurf. Ein Igler habe ich noch dabei, weil ein Igler macht, dass Walzer direkt mit dem doppelten Schaden ist. Walzer hat ja die Eigenschaft, dass es... Kann ich mir das Item noch aussuchen? Was hat der denn dann noch? Nee, behalt dein Item. Und das ein Igler, also Walzer macht mit jeder Runde, die es trifft, macht es doppelten Schaden. Dann vierfachen Schaden, achtfachen Schaden, was sehr overpowered ist. Andererseits, wenn man vorher ein Igler macht, hat Angriff sofort doppelten Effekt. Das hier ist zum Beispiel mein Glurak. Den wollte ich jetzt gerade noch Sonntag anlernen, statt Feuersturm, weil ich finde Feuersturm halt wegen sein... Ich kann es immer noch nicht ins Team nehmen, weil es ein Glücksei dabei hat. Okay, was kriegst du denn dann? Ich hab doch... Ja, komm, jetzt kriegst du Überreste. Okay. Das ist mein Lucky Girl. Das ist mein Rosanna. Rosanna, bin ich mir aber auch unsicher, ob ich das so behalten wollte, weil die Attacken eigentlich gar nicht so Bombe sind. Aber mit Ice Heap macht es schon ziemlichen Schaden. Ihr habt vielleicht gerade noch gesehen, es hat ewiges Eis dabei. Ja. Die Sache ist, ich habe kein 100er-Team mehr in dem Sinne. Weil eigentlich zeige ich euch auch gleich das Glücksei, kann den nicht halten, genau. Hast du normale Attacke? Nein, hast du nicht. Ja, komm, dann kriegst du eine Beere. Die Paralysebeere. Ich hatte mir halt ein Team zusammengestellt, auch bestehend aus dem Cuten Weed. Das ist ein Meganium. Das ist jetzt aber doof gelaufen, weil es ist jetzt nur Level 50. Ich weiß nicht, ob die Gegner jetzt auch Level 50 sind. Ich nehme es einfach mal mit von Anfang an. Das ist die Original-Cartridge aus meiner Kindheit. Das heißt, ich bin da wirklich, habe ich alles andere durchgerotzt, zum Beispiel Earls Akademie, wo man halt lernt, wie man mit Pokémon umgeht und sowas. Und ich habe einfach alles platt gemacht, was ich mir in den Weg gestellt habe. Wenn das Pokémon selber noch der Typ ist, von der Attacke, den es macht, zum Beispiel Glurak setzt eine Feuerattacke ein, dann macht es nochmal doppelten Schaden. Das heißt, wir probieren es einfach mal. Er ist, das ist glaube ich noch halb. Eine böse Attacke. Ja. Das oh Gottchen, es tut mir leid. Es gibt mir auch noch eine Kopfnuss. Also, oh, hab ich jetzt gar nicht erwartet, weil eigentlich Rosanna gar nicht so eine gute Verteidigung hat. Das ist deswegen haben wir auch eine schöne Auswahl. Das ist immer noch nur ein Botogel. Nicht mit einer Nicht-Stab-Attacke, was? Same-Type-Attack-Bonus. Wo ist das Problem mit dem Botogel? Was hat das eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Sagt mir nicht, was vor 10 Sekunden passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Wenn ein Pokémon mit einem Typ eine Attacke eingesetzt vom selben Typ ist, wird sie 50% stärker und Botogel hat halt nur Kopfnuss eingesetzt. Das war ein Botogel, der echt nicht viel Schaden macht. Ich meine sogar in der zweiten Gen macht es doppelten Schaden. Deswegen Schaden gemacht. Und nein, Stab wird schon immer überfliegen. Aber Earls Akademie erklärt hier doppelt. Ich habe nämlich Earls Akademie komplett durchgezogen. Er sagt, es verdoppelt jedes Mal. Und ich habe mich da die ganze Zeit drauf verlassen. Der kann mich schon nicht anlügen, der Hund. Attacken und Pokémon-Typen. Ihr wisst ja, dass Pokémon-Attacken verschiedene Typen haben. Greift ein Pokémon mit einer Attacke an, die gleichen Typen ist wie sich selber, steigert sich die... Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. So, wir probieren die Arena-Leiterburg. Ich gehört. Danke, Ananas. Du hast gerade meine Augen geöffnet. This moment she knew fucked up. Ja. Ja, das war jetzt sehr awkward. Ja, der Stream ist als nicht kinderfreundlich gekennzeichnet. Nicht behindert? Soll ich die Frage wirklich beantworten? Wag es dich. Ich wollte wirklich nochmal fragen, ob ich vielleicht Schwerbehindertenausweis bekomme. Es gibt schon Schwerbehindertenausweis mit 50%. Es geht über Punkte, also 100 Punkte ist ein bisschen komplett daneben. Ich wüsste zwar jetzt nicht, wie viel ich kriege. Mit Sicherheit, ich kriege einen Pups. Vielleicht auch nicht. Also, stimmt, Leute wissen nicht Bescheid. Ich hatte mir im Jahr 2019, das ist einfacher, vor 3 Jahren, schwer das Bein gebrochen, weil ich einfach umgeknickt bin bei einem Pokémon-Raid bei Pokémon Go. Über 18 Tage im Krankenhaus mit OP. Und habe seitdem auch wirklich nachweislich das Knie kaputt. Ich habe auch einen Gehstock und alles. Und ich habe manchmal Tage, wo ich gar nicht laufen kann. Wie? Bist du 20 Klippen runtergefallen oder was? Nein. nein. Ich weiß auch, also am Ende, die Ärzte haben mich auch 1000-mal gefragt, nein. Es geht jetzt nicht um die Versicherung oder so, aber sag doch jetzt bitte, was passiert ist. Und ich habe gesagt, ich bin umgeknickt.
Wir haben hier sowas wie so einen kleinen, das kann man nicht Park nennen, aber so eine kleine Möchtegern-Landschaft. Was ist das für ein Team? Die können bestimmt auch alle sowas wie Kung Fu-Schall oder Superschall. Wo wie aufgeschüttete Betonteile sind. Und, also die sind dann fest und da soll man dann wohl mit dem Fahrrad hoch und runter fahren können. Also nicht wie so eine Halfpipe, sondern einfach nur so ein Hügelchen. Und ich bin so da aufgetreten, dass mein Fuß nach innen geschnackt ist und das Knie ist dann so nach innen. Das heißt, ich hatte, nee, umgekehrt, das Knie ist nach außen geschnackt. Dann habe ich mir nämlich da von diesem Kopf, wo das Knie ist, habe ich mir da auf der Seite den Kopf runtergebrochen. Auf der anderen Seite hatte ich einen Haarriss. Die mussten mir auf beiden Seiten dann nämlich auch dann mit einer OP so riesige Metallteile dran machen. Die sind mittlerweile wieder raus. Aber das war eine scheiß Arbeit und ich konnte bestimmt 4 Monate überhaupt gar nicht laufen. Also ich durfte wirklich auch das Bein nicht belasten. Glaub mir, wenn man es sieht, kann man gar nicht glauben, dass sie da um... Vor allem, da sind mehrere Hügel. Da sind ja so kleine Hügel, mittlere Hügel, große Hügel, wo man wirklich... Ich bin am kleinsten Hügel umgeknickt. Ich habe gedacht, hätte man mich nicht wenigstens weiter mal eben tragen können, damit es dramatischer aussieht, wenn der Krankenwagen kommt. Sie hat den kleinsten ausgewählt. Ich habe den kleinsten ausgewählt. Ich bin einfach, da ist ein Brunnen. Und ich habe mir an dem Brunnen gerne die Haare einfach nass gemacht, weil das war so ein senkrechter Brunnen. Da habe ich da meinen Kopf reingehalten und habe mit nassen Haaren dann immer meine nassen Haare hinten in den Rücken von Penso, damit er noch ein nasses T-Shirt hat. Und dann bin ich ihm mal hinterhergelaufen, weil er 2-3 Schritte schneller war. Und die Ärzte haben auch gefragt, hast du es knallen gehört oder sowas? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Okay. Es kann auch sein, dass ich einfach mit der Hand aufgeschlagen habe, weil ich ja gestürzt bin. Ansonsten könnte ich schwören, ich habe es knallen gehört und dann lag ich nur am Boden. Die Leute drumherum, das war bei uns hier in der Stadt ein Riesen-Event. Und da waren halt sehr viele Zeugen, weil das halt der 1. Mai war, das war der Grudon Raid Day. Und ich hatte mehr als 30 Zeugen, weil ich weiß, dass jedes Mal für jeden Raid die Räume voll waren. Wir hatten 2 Leute, deswegen wir waren Team 2, die anderen waren Team 1, also waren 60 Leute sogar insgesamt. Aber 30 Zeugen, das war mein Team. Und ich bin so umgekehrt. Die haben gesagt, ich habe voll die Naruto-Rolle gemacht und dann saß ich da nur noch und dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe mich irgendwann entschieden zu sagen, lass mich nur kurz sitzen, ich stehe gleich wieder auf. Dann hatten wir da aber eigentlich so ein bisschen physiomäßig nicht ganz dumm war und sagte, du bleibst hier sitzen vor dem Krankenwagen. Das hat sie zum Glück gemacht, weil hätte man mir, glaube ich, noch weiter das Knie gebrochen, es war ja schon Haares drin, dann hätte man mir ein künstliches Knie einsetzen müssen. Da war ich schon knapp dran vorbei. Ja, also ich bin schon ziemlich behindert. Was hat Bexel? Das ist wahrscheinlich wie mein Unfall am Freitag. So schnell konnte man ja gar nicht gucken. Es ist einfach so. Man weiß manchmal einfach nicht, wie einem geschieden wird. Da fragen die, hast du das Knallen gehört? Bro, ich lag einfach am Boden abgerufen. Irgendwas ist mit meinem Knie. Fuck, irgendwas ist mit meinem Knie. Man hat es auch zum Glück ganz schlecht gesehen, weil das war auch doch zu einer Zeit, wo ich sehr empfindlich war, was Brüche und sowas sehen angeht. Es gibt ja diese Videos, wo einer sagt, oh, ich habe meinen Arm gebrochen. Ich konnte das nicht sehen, da wurde mir wirklich richtig schlecht bei. Und hätte ich gesehen, dass mein Knie wirklich gebrochen war, ich hoffe, ich wäre in Ohnmacht gefallen, weil ich hätte geschrien und gekotzt und geheult. Und dann habe ich nur geschrien. Aber das Bein, wenn man es halt gerade hinlegt, es war nach innen. Ich hatte so einen 30-Grad-Winkel nach innen, weil da ja das Stück abgebrochen war. Man konnte das Bein auch, wenn man es gerade zieht, ist es wieder zurück, weil auch das Außenband gerissen war. Das heißt, auch die Spannung auf der Außenseite war komplett weg. Ja, ich glaube, ich habe eine gute Chance auf den Behindertenausweis. Ganz ehrlich, das ist Team Rocket. Kämpfst du dreckig, kriegst du dreckig. Ist mir scheißegal. Und so haben wir gewonnen, ohne auch nur ein einziges Pokémon zu verlieren. Was, eine kleine Bitch? Aber es gibt nur eine Sache, die schlimmer ist als dein Unfall. Deine Sprache von Grudon. Tja, mir kann man es nicht nachweisen, dass es anders heißt. Groudon. Kyogre Kyogre. Arceus oder Arceus oder Arceus. Gen 7 und 8 ist einfach so viel geiler. Oh Gott, das gibt Beef. Wie die Chemis aus. Ja, hallöchen. Ich bin Red. Nee, es wird wahrscheinlich auch auf Toxin oder sowas hinauslaufen. Deswegen werde ich jetzt Einigler und Walzer machen. In der Hoffnung, dass ich schnell genug am Zug komme. Da kannst du mir jetzt Ananas einmal ganz kurz helfen, wenn du da auch wirklich doch so gewandt bist.
Walzer verdoppelt, also jetzt ein Edler verdoppelt doch Walzer, ne? Nicht 1,5-fach. Scheiße, das kann wieder sauber. You fucking bitch, why you bully me, everyone asking? Heilige Scheiße! Das nenne ich einen Blitzsieg! Die Attacke ist viermal effektiv mit Stab, das ist nicht gerade schwach, besonders weil Geowatz... Oh, und Geowatz ist doch Bodengestein. Boah, bin ich dumme Nuss. Trinken nicht vergessen. Immer gut trinken. Gerade jetzt, wenn es warm wird. Es gibt viele Leute, die wieder Kreislaufprobleme haben. Nein, bitte nicht. Komm schon. Ein Rasierblattstoff. Why you bully me? Stop it. Get some help. Wie war das jetzt eben mit der Vierfach-Stärke? Machen wir genug Schaden? Ich habe noch einen Magnet in der Tasche. Probieren wir es aus. Ich glaube, es ist nicht das Kingler so. Nun, setzt das Ganze auch rein. Das Pokémon wird plötzlich ausgewechselt. Komm, Priscilla, gib mir Priscilla. Dann würde ich mich auch dann gleich einmal entweder auf 5 Fuß gerade oder auf. Ring frei! Surprise, Motherfucker! Du Hund. Du Arschloch. Der Jäger hat mich nicht mehr. Nee, dann müssen wir einfach darauf zurückgehen. Deswegen, ich habe halt da auch so ein paar Taktiken, die auch manchmal ein bisschen asozial sind. So. Ich werde jetzt wieder so ein Assi sein. Ich werde jetzt mit Paralyse und Verwirrung laufen. Keine Chance. Warte mal. Kann es sein, dass Konfusstein nicht trifft, weil es eine Geistattacke ist? Na okay, gut. Da stand gerade Geistattacke. Ich dachte mir, warte mal, mit Geistattacke treffst du keine normalen Pokémon. Ich lasse jetzt nicht locker. Ich habe gegen Ursaring wirklich gar nichts. Gut, bleib. Ich guck mal, kann ich eine Krankheit dabei? Ich bin gar keinem, ne? Ich wollte mir auch mal ein anderes Shiny kurz. Ach, zu gut. Für die Zukunft. Ich hätte ja mal ganz gerne. Sehr. Ja! Ich habe eine höhere Initiative. Das war der Konfuskal. Es wurde verwirrt. Nein, es hat sich nicht verwirrt. Es setzt Donnerwetter ein. Irgendwie Kontrolle ist immer noch aktiv, sehr gut. Ich habe es als Kind gedacht, weil irgendwie hatte ich dann immer das Pech. Yes! Verfickte Scheiße, yes! Oder... Oh, ich lass mir Landhorn tätowieren, keine Ahnung, ey.
gerade. Da habe ich gemerkt, dass Knospi super schwer. Mit einer Antiparalysebeere. Die Spannung steigt. Wisst ihr gerade, wie lange ich versucht habe, das Ding zu paralysieren? Wisst ihr gerade, wie oft ich Donnerwelle gemacht habe, nicht durchgekommen bin? Und jetzt, wo ich durchgekommen bin, hat das eine Antiparalysebeere. Ist das ein scheiß Ernst?